Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Baba Ala Babas Box von Qatar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Baba Ala Babas von Qatar, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine goldene Box vom Format her regulär. Wir haben hier oben einmal Alles oder Nix Records präsentiert. Dann lesen wir hier Qatar Baba Ala Babas und darunter dann Original 43687. Ja, das Ganze erinnert sehr stark an einen Goldbarren. Passend zu Qatars Vergangenheit, dem alten Goldräuber, haben wir hier dann diese Goldbarren-Optik. Und die einzelnen Schriften, die einzelnen Buchstaben, die wir hier sehen, die sind hier nicht einfach nur aufgedruckt, sondern so wie auch bei einem richtigen Goldbarren eingraviert, eingestanzt. Also man kann es hier richtig fühlen. Hier unten haben wir einen Barcode. Auf der rechten Seite blank in Gold. Oben ebenfalls, links ebenfalls. Da ist wieder der Barcode. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Also auch wieder alles in Gold. Sprich, die einzige Seite, die wirklich bedruckt ist, ist einmal diese hier. Und hier unten eben der Barcode. Ansonsten komplett in dieser Goldoptik. Wir schauen mal hinein. Es ist eine reguläre Clubbox. Und wenn es aufgeht. So. So, wir sehen hier auch wieder alles glatt in Gold. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal so ein kleines Stofftäschchen in Schwarz. Ein Poster. Eine Klarsichthülle mit zwei CDs und natürlich das Album an sich. Von innen die Box in weiß gehalten. Hier haben wir noch so einen kleinen Einleger, wo die CD Platz gefunden hat. Packen wir die Box mal zur Seite und nachdem hier nichts mehr in Folie ist, starten wir gleich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Hier haben wir das Gesicht vom Baba Ala Babas von Qatar abgebildet. Es ist sein drittes Album und wir haben hier auch passend zu dieser ganzen Goldoptik hier noch einen Goldzahn hervorgehoben, der hier besonders schön funkelt. Ansonsten das Gesicht von Qatar, ja, etwas merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Hier lesen wir dann in goldener Schrift Baba Ala Babas und Qatar auf schwarzem Untergrund. Auf der Seite genauso. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 15 Stück an der Zahl. Und wir haben hier Features von SSIO, Haftbefehl, Sami, Schwester Eva, Olexesh, Kalim, Tizi. Und das war's. Also hauptsächlich aus dem Alles oder Nix Label bzw. aus dem Alles oder Nix Umfeld die Features gewählt. Hier unten noch Credits und ein Barcode. Hier oben lesen wir auch nochmal Alles oder Nix Records präsentiert Qatar. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Okay. Also kommen wir zum Booklet. Das sieht so aus. Hier einmal der Interpret abgebildet mit einer goldenen Versace-Kette. Dann die Tracks im Detail mit der Info, wer gefeatured wurde und wer produziert hat. So sieht das aus. Weitere Aufnahmen von Qatar. Ja, hier wird Keyboard gespielt und nebenbei da ein bisschen mit einer AK herumgeballert. Weitere Fotos, weitere Tracks. Also ganz klassisch gehalten, das Booklet, jede Menge Gold, wie man es kennt. Dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Sehr schön, also hier in der Übersicht, wer was gemacht hat, wer hat produziert, gemixt, gemastert, etc. etc. All das können wir hier nachlesen. Und so sieht dann die Rückseite aus. Könnte man eventuell auch als Wendecover verwenden. Ich werde es mal beim regulären belassen. Dann haben wir die Album-CD und die ist, wie sollte es anders sein, auch in Gold gehalten. Sieht echt edel aus. Hier lesen wir wieder Qatar Baba Ala Babas und darunter dann wieder die Credits. Auch die Rückseite in Gold, also komplett in Gold das Ding.
Hier dann wieder das Label Alles oder Nix Records. So, 15 Tracks an der Zahl, aber damit nicht genug. Wir haben noch weitere CDs. Und zwar haben wir hier einmal die A Cappella CD sowie auch eine Instrumental CD. Also, hier die Instrumentals zum Album dürfen dann wohl auch 15 Stück sein. Die CD ist allerdings nicht in Gold, sondern eher in Schwarz-Gold gehalten. Und das Ganze gibt es dann auch noch in der A Cappella-Variante. Also mehr oder weniger ohne Beat. Bedeutet einmal nur die Beats hier auf der Instrumental-CD, einmal ohne Beat nur die Tonspuren, also die Vocalspuren. Da hat man jetzt echt alle drei Varianten, die es gibt. Was mich etwas nervt, ist, dass das Ganze in so einer Klarsichthülle, in so einer Folie daherkommt. Ja, also da wären sogar noch diese Papphüllen besser gewesen, vielleicht zwei extra Papphüllen. Oder man hätte das vielleicht extra in einem Jewelcase oder so unterbringen können. Ja, weil das ist leider echt blöd ins Regal zu stellen und auch optisch nicht so schön. Aber ja, dafür haben wir drei CDs. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt und das ist in diesem Fall ein Poster. So, wir haben hier wieder den Interpreten mit einem roten Hemd diesmal. So sieht das aus. Die goldene Versace-Kette ist auch hier wieder am Start. Auch die dicke Uhr dürfte eine Hublot sein. Dann haben wir hier eine Umhängetasche von Louis Vuitton und eine A-Card hier rausblitzt. Baba Alababas lesen wir hier links unten. Also auf jeden Fall stimmiges Poster im Hochformat. Das Ganze einseitig bedruckt. Format, ja, ich schätze mal A2. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dieses schwarze Täschchen in dieser Samtoptik. Es klappert schon. Das Ganze hier mit Klettverschluss versiegelt. Und dann schauen wir mal hinein. So, sonst ist hier nichts weiter drin. Und zwar haben wir hier eine Halskette mit Anhänger und die kommt hier mit so einem kleinen Papier, zu einem Kartoneinleger noch dazu. Was lesen wir hier? 1.2.2010 bis 5.12.2014 und dann haben wir hier 5, also 4 Striche und den 5 so drüber gestrichen, wie man das kennt vom Zählen. Ich gehe mal davon aus, das steht für die knapp 5 Jahre, die Xatar in Haft eingesessen hat. Und zwar war das ja die Haftstrafe, die ja deutlich kürzer dann ausgefallen ist. Ich glaube, ursprünglich nach Kooperation wäre es dann irgendwie 8 oder 9 Jahre gewesen. Im Endeffekt sind jetzt dann 4, knapp 5 Jahre gewesen, die ja damals für diesen Goldraub kamen. Also die Haftstrafe für den Goldraub, die er da absitzen musste. Wir haben hier eine Halskette in Silber gehalten. Und hier unten haben wir dann einen Anhänger, der ist auch in Silber mit einem Goldzahn und dann hier mit Goldschriftzug Xatar. Auf der Rückseite auch wieder die Daten zur Haftzeit, also hier Anfangsdatum, Enddatum und die 5 durchgestrichen. So sieht das aus. Ja, also passend zum Albumtitel hier das goldene Extra, die goldene Halskette. Das Ganze könnt ihr dann hier oben mit diesem Verschluss hier entsprechend öffnen und wieder zumachen. Natürlich auch in der Größe dann. Ja, wobei wird schwer, das in der Größe anzupassen, weil die Dinger hier, glaube ich, zu klein sind, um den hier durchzubringen. Aber ja, also kann man auf jeden Fall tragen hier, wer mit einem Goldzahn oder einem Xatar Emblem durch die Stadt laufen möchte, der hat hier das Richtige. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Halskette inklusive dieses kleinen Kartonstückchens. Dann zum Album die A Cappella CD und die Instrumental CD. Die kommen in dieser Klarsichthülle. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt. Format dürfte A2 sein. Dieses kleine Stofftäschchen, in dem die Halskette Platz findet. Sowie natürlich das Album an sich. Baba aller Babas mit insgesamt 15 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Baba Alababas von Xatar.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Chata unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.